Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, im letzten Part, da wurden wir von einer Pyramide überrollt und dadurch wurde, als wir dann wieder freikamen, wurden wir hier. Kamen wir hier einfach weiter. Ja, kamen wir weiter, genau. Haben wir einen neuen Weg freigeschalten bekommen. Und wir haben einen Witter kennengelernt. Und oh mein Gott, wir sind schon am Endgegner. Woher wusste ich das, dass wir da sind? Oh mein Gott. Was bist denn du bitte? Oh, ein Yeti. Oh mein Gott. Ah. Yeti wirft mit Eiskristallen. Yeti verursacht ein Unwetter. Oh. Oh, verdammt. Oh, shit. Ah, shit. Kann ich die nicht kaputt machen, die Eiskristalle, oder werfen oder sowas? Wahrscheinlich so. Wie kann ich denn den Yeti erwischen? Okay. Geht anscheinend nicht. Ach, Mist. Vielleicht muss ich die irgendwie schon vorher irgendwie rumschleudern. Keine Ahnung. Mist. So erwische ich den auch nicht. Keine Ahnung. Wir sollten uns aber mal heilen. Ja, was machst du jetzt? Sieht aus wie ein Mensch. Ups. Oh. What the fuck? Den kann man nicht treffen, oder was? Wie kann man den? Wieso kann man den nicht treffen? Ach so. Wie, ach so, so geht das. Nein. So. Nein, geht nicht. Okay. Hä? Wie kann ich den treffen, bitte? What the fuck? Hä? Vielleicht auch so wie die Kobolde oder was? Ah! Aber daneben. Mal wieder. Haha! Ja, und jetzt? Schon wieder daneben. Ah, komm her! Sehr gut. Ein bisschen immerhin getroffen. Da, seitlich treffe ich ihn nie. Verdammt. Hui! Also ich erwische ihn irgendwie nur von vorne. Also. Ja. Shit. Ah, komm her. Oh Gott, das ist ein Ding. Mist. Ah, komm halt her, du blödes Mistding. Yay, getroffen. Boah, schon wieder. Ja, suchst du einen Erbstand oder was? Kann ich dir geben? Nicht. Ja, getroffen. Komm her, du blödes Mistding. Oder auch nicht. Boah, komm jetzt her. Irgendwie war ich gerade zu dumm, um den zu treffen. Jetzt immerhin. Mist. Boah. Boah, das war ein toller Treffer. Ein Glückstreffer. Sehr schön. Mist. Oh, verdammte Scheiße. Warum treffe ich den so nicht? Oh, ich bin echt zu blöd. Ich bin echt zu blöd. Ja, richtig zu blöd. Ja, magst du jetzt mal herkommen? Hierher? Wenn er mal näher kommen würde, könnte ich auch mehr auf ihn eingehen. Aha. Vielleicht muss ich auch den Schatten treffen. Wer weiß. Der Schatten ist nämlich sehr dominant hier. Okay, weg. Yeah. Kann ich auch Magie anwenden? Stimmt, ich habe noch Magie.
Ja. Nein, 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 nein. So. So, was habe ich jetzt? Flora-Zauber, Windzauber, Flora-Zauber, Windzauber. Feuerring, Sturmring. Sturmring. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. So. Sturmring, Feuerring. Ah, so. Was habe ich denn noch? Eisring, Blitzring, Erdenring, Feuerring. Orkanring, Sturmring, Orkanring. Oh. Sind alle ohne Wirkung. Ja, dann hole ich mir meine Dinger wieder. Meine Hulk. Oh. Ja. Ich habe noch die. So, dann möchte ich die aber auch ausrüsten. Habe ich die jetzt? Nein, habe ich nicht. Möchtest du das auswählen? Ja. Nein. Ausgerüstet. Ach so, geht das. Oh. Hä? Was ist jetzt los? Warum darf ich ihn nicht mehr? Oh. Oh. Level 17 erreicht. Sehr cool. KP steigt um 10. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Glück steigt um 2. Hooray! So, was kommt jetzt? Es wird wieder dunkel. Und jetzt ist es vorbei, oder was? Nee, ich wusste doch, dass es noch nicht vorbei ist. Oh! Mach die Viecher weg! Ihhh. Komm. Geht es nicht. Ich kann nur ihm schaden. Okay, dann halte ich mich einfach von den Fledermäusen fern, wenn die nicht herkommen würden. Geht weg. Du bist Viecher. Ah! Gut, komm her, du blöder Klops. Wir warten jetzt wieder hier, bis die Fledermäuse ungefähr hier sind und dann springen wir durch und kriegen Schaden oder so ähnlich. Gott, kriegen wir viel Schaden in diesem Kampf. So. Schon wieder diese Mistviecher. Misthaft. Wow. Oh mein Gott, wir konnten ausweichen. Haha. Kommt her, ihr blöden Mistviecher. Oder auch nicht. Nein, geht weg. Bleibt weg. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott. Yay. Schaden gemacht beim Entstehen oder so ähnlich. Oh fuck, wie sollen wir da jetzt rauskommen? Ohne Schaden geht nicht. Können wir das machen? Haha. Wir machen zu wenig Schaden, das ist doof. Sind die Menschen gleich unsere Gegner oder was? Also das sieht aus wie ein Mensch, finde ich. Ja, yeah, 17 Schaden. Kommt her, ihr Mistviecher. Oder auch nicht. Boah, lasst mich doch mal springen. Boah, die Viecher sind scheiße, wisst ihr das? Und das ist eine blöde Ecke hier. Kann sein, dass die Viecher schneller werden. Oder täusche ich mich da nur? Uah, verdammt. Das war knapp. Und? Ach Mist. Nicht ganz geschafft. Glaube ich. Oh. Jetzt weiß ich, was da so jammert. Unsere Leben sind knapp. Und? Yay! Immerhin etwas Schaden gemacht. So, noch eine. Wahrscheinlich haben wir jetzt dann gleich keine mehr. So, weichen wir mal aus. Und gehen zurück. Immerhin etwas Schaden, ne? Boah, shit! Boah, wir haben es gerade geschafft, da irgendwie an denen vorbeizukommen, ohne... Haha. Ohne Schaden zu erleiden. Dafür haben wir bei ihm Schaden erlitten. No. Geht weg. Geht weg. Ihr sollt weggehen, habe ich gesagt. Shit. Falscher Knopf gedrückt. Oh mein Gott, er ist kaputt. Er ist kaputt. Ernsthaft jetzt? Morph-Dämon besiegt. Yes.
Ark, der Tag ist gekommen, die Menschheit wiederzuerwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden, doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Ark, du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Wie, die sind sich's nicht bewusst? Machen die denn Uka Uka oder was? Also in der heutigen Zeit sind sie sich leider bewusst. Und ich sagte wirklich leider. Buchstaben. Aber ich kann nicht lesen, was da steht. Was steht denn da? Wisst ihr das? Könnt ihr mir das sagen? Eine Blume? Ja. Okay. Und was jetzt? Die Blume tanzt vor sich hin. Sieht zumindest so aus, finde ich. Hübsch. Ui. Und ein Tier. Das frisst die Blume. Hey, die arme Blume. Süße weg. Und jetzt? Was passiert mit diesem Büffel oder was es ist? Sieht zumindest nach einem Büffel aus. Ein Vogel. What the fuck? Der Vogel hat einen Büffel gegessen oder was? Ah, da kommt ein kleines Vögelchen. Ein Küken. Der Große geht weg. Oh. Sind das die Menschen? Nein, das ist ein Monster. Okay. Da kommt Ark, oder? Ja. Ja, genau, das ist Ark. Den erkennt man 5 Kilometer Entfernung oder so. Aus 5 Kilometer Entfernung. Oh, er ist umgefallen. Ups. Und jetzt? Ja, das Monster besiegt, dass das Küken und die Mama kaputt gemacht hat. Voll traurig. Die Musik ist auf jeden Fall schon mal schön wieder. Mal wieder. Stillstand. Oh! Kapitel 3. Licht und Schatten. Wir sind jetzt im dritten Kapitel. Das ist natürlich wunderbar. Das ist klasse. So weit schon. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich. Ich weiß zwar nicht, wie viele Kapitel das Ding hat, aber... Oh Gott, ich möchte weinen. Oh! Hallo. Aufwachen. Du bist wach? Wie geht es dir? Das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Danke. Tschüss. Können wir jetzt laufen? Hui, wir können laufen. Geh mal zuerst da raus. Ich will nicht gleich zu Lord Kumari. Oh, ein Schneemann. Hooray. Lhasa gehört zu keinem Staat. Es gibt keine Führer. Unter den Augen Lord Kumaris leben wir in absoluter Harmonie. Okay, dann gehen wir da nochmal rein und gehen darüber. Endlich wieder Zivilisation. Hallo? Geht es dir gut? Du hast sehr lange tief und fest geschlafen. Verausgabe dich nicht. Iss, damit du zu Kräften kommst. Und wirf mit Krügen um dich. Yay! Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Hi, ich heiße Laki. Gut, dass es dir besser geht. Das freut mich auch, danke. Red mir erstmal mit dir. Du bist wahrscheinlich Kumari. Hallo Ark, ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich machte mir große Sorgen. Wer weiß, wie... Während du bewusstlos warst, war Laki bei dir. Sie hat sich aufopferungsvoll um dich gekümmert. Okay. Hast du Lust auf Algentee? Er schmeckt ekelhaft, ist aber gesund. Oh nee, danke. Ich mache an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Dann sehen wir uns auch hier in dieser Zivilisation um. Bis dann, tschüss!